Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Colosseum. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben hier wieder so einen richtig harten Kampf vor uns. Und wirklich, der ist nicht einfach. Beim letzten Mal hat er ja noch Goldberg gehabt. Jetzt hat er wirklich alle Entwicklungen hier. Na, ein Donner. Ein Starmie hat er auch so. Das ist übel. Es hat dann auch noch Blitzfänge. Ich fass es nicht. Man muss unbedingt Blitzfänge haben. Richtig so. Du weißt schon, dass du dich damit nur selbst vergiftest, ne? Das war wirklich reden, dass ich gerade nichts anderes einsetzen kann. Da kann ich habe noch nicht mal Geld, um überhaupt Belebe zu kaufen. So ein Scheiß aber auch. Ja, ja, setz ruhig Hypertrank ein, du blödes Vieh. Und was hat's dann überhaupt für eine Initiative? Ja gut, Level 50, was will ich auch verlangen, ne? Darum gehst du auch. Denn dann nehme ich dich mit. Rizeros ist ein Schlimmstes.
Auf jeden Fall Geheimpower. Muss Dami irgendwie ausschalten. Alter, wie soll ich denn? Den aufhalten? Auf jeden Fall brennt er. Toll. So, wie wir so ein nächster Kampf, der mich total ankotzt. Es ist gerade egal, wie ich es mache. Ich komme gerade nicht drauf klar bei denen. Ja, natürlich. Und die sind komischerweise immer nie paralysiert. Das Soll ich denn das schaffen jetzt? Wie schaffe ich das denn am besten? Oh Mann. Das ist richtig übel. Ich muss mit beiden erst das eine, dann das andere. Voltaire ist auch nämlich ganz schön fies. Vor allem wegen der Fähigkeit Blitzfänge. Warum muss er aber auch einen Stummy haben? Weil je nachdem, wie ich die Pokémon einsetze, variiert das. Scheint mal mehr, mal weniger gut. Oh, wirklich du jetzt? Willst du mich veralbern?
Sehr schön. Also dann kann ich davon ausgehen, dass du auf jeden Fall vor Vergiftung stirbst. Kann ich jetzt nämlich Rekio einsetzen, da ja noch Regen ist. Du meine scheiß Hydropumpe. Blödes Drecksviech. Glücklicherweise klappt Psychokinese nicht bei Nachtara. Ich muss da unbedingt was tun, das ist zum Kotzen. Das ist schon mehr als zum Kotzen, das ist einfach nur unfair, ist das. Jetzt ist das Viech wenigstens mal paralysiert. Ach so, willst du mich auch noch mit dem Tod als mit der Vergiftung? Alles klar. Kannst du gerne haben. Wenn du es so haben willst. Wirklich? Willst du mich... Das Viech will mich doch rollen. Es bleibt sonnig. Blödes Drecksviech. Blöde Vieh besiegen, bevor es irgendwer anders, bevor er mich besiegt.
Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Nervig. Ich muss gleich irgendwas tun, dann der... Genau. Jetzt setzen sich auch noch beide Schutzschild ein. Du willst mich doch veralbern. Kein Wasser-Pokémon, was ich einsetzen könnte. Das ist das Problem. Bin bereits vergiftet, hast du es nicht gescheckt. Klassisch, was? So, du bist down. Jetzt raus geht danach auch down. Philippa, na toll. Und gegen Philippa kann ich jetzt schon gar nicht mehr ausrichten. Ich meine, es ist schön, dass nach Tara mein Knatschstuhl nach Tara das nächste Level erreicht hat. Das ist ja schön. Bringt mir nur gerade extrem gar nichts. Dieses Emporfliegen, das ist so nervig. Kann ich wie Brava wenigstens jetzt mal erlösen oder so? Ja, guck mal. Nee, es fehlt nur ein kleines Stückchen. Es ist egal, was er einsetzt. Ich sagte mein Kontostand. Eine Teil von 690 Pokédollar kann ich mir auch gar nichts kaufen. Aber nichts, was ich verkaufen könnte. Nichts, was wertvoll wäre. Soll ich jetzt so lange weiterkämpfen, bis sie denn mal hier das perfekte Level haben oder was? Wie lange soll ich denn da kämpfen? Du mit deiner Powerlocke da. Denn so uns da.
Ja, setzen Sie ruhig ein. Setz ruhig Toxin ein, mein Freund. Warum, dass da mir paralysiert wird? Danke. Ich wusste nämlich, dass du Schutzschild einsetzt, mein Freund. Tja, trotz des Regen kannst du dagegen gehen, was? Nur Donner geht leider 100%. Auf geht's, Vibraba. Okay, um Voltense brauchen wir uns, glaube ich, nicht wirklich Sorgen machen. Arschgeige. Ich kann wirklich bloß hoffen, dass es... Wow. Mach deine Beyblade-Technik woanders. Dass er aber auch mit Toxin arbeiten muss, wieso? X-Batte ist wirklich still. Thank you.
Tja. Ging daneben, sehr schön. Du fliegst empor, du Arsch. Ritze raus. So, ich hätte mich zwar mehr gefreut, wenn ich... Wow. Philippa. Tja. Das ist doppelt dumm. Das wird ruhig Ringtanz sein. Hilf nur mein Raikyu. Nein! Das ist nicht wahr! Wieso zum verdammt nochmal hast du Blitzfänge? Das ist ja jetzt bescheiden schön. Das ist nein. Wieso zum verdammt nochmal haben die... Warum hat Rizeros überhaupt die Fähigkeit Blitzfänge? Es ist... Okay, jetzt reicht's. Leute, ich werde jetzt offscreen erstmal versuchen, irgendwie Items zu besorgen. Ich glaube, anders schaffe ich das und sonst nicht. Und dann werden wir weitersehen. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne den... Abo-Button klicken,
und dabei nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ansonsten kommt ihr links zu einem weiteren Video und rechts kommt ihr zur Playlist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.